Yo, willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. In dem letzten Part hatten wir uns hier zu Teak City aufgemacht und an sich hatten wir aber hier nichts gemacht, denn ich war viel zu beschäftigt damit, unser Evoli zu bekommen und es einigermaßen zu trainieren. Ich habe es jetzt offscreen nicht trainiert, ich war irgendwie viel zu faul, warum, ich weiß es auch nicht. Trotz Vollenergie, coole Sache. Und in diesem Part werden wir uns mal die Stadt hier angucken und gucken, was die Menschen uns hier sagen. Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater, um tanzen zu üben. Kommst du mit? Nö. Warum sollte ich? Wir kennen uns doch nicht, Mäuschen. Was läuft denn mit dir? So, hier gibt es einige Häuser, die möchte ich zuerst erforschen, bevor ich überhaupt etwas anderes mache. Hey, das sieht wie ein Astrainer aus, ne? Kann sein. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach dem großen Abenteuer? That's what she said. Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört auch immer eine Schatzsuche. Habe ich nicht recht, klar? Ah, du weißt offensichtlich ganz genau, was Männerherzen höher schlagen lässt. Okay, dieser Satz, okay, der ist einfach sowas krass von pervers anzunehmen, wenn man es wirklich so macht. Aber das lasse ich einfach mal jetzt aus, ne? Du gefällst mir, hier, nimm das hier. Na, ich hatte mir jetzt etwas sehr anderes vorgestellt, was der mir hier geben würde. Wenn du den Finger auf deinem Itemradar behältst und hörst, dass das Signalgeräusch lauter wird, ist das für gewöhnlich ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwo ein Item Ja, ich weiß, was es drauf auf sich hat, also lass mal gehen. Ja, der Itemradar, ne? Ich habe leider keine Ahnung, wie man den hier jetzt so sofort benutzen kann. Also, sieht sehr umständlich aus und ich bin nicht gerne umständlich. Ich bin sehr, ja, sehr simpel. So, warte, kann ich das auf Register machen und dann so benutzen, so? Warte, ich denke, jetzt kann man den hier drücken. Ah, okay, jetzt sieht man so einen sehr coolen Kreis und der sagt nun, wo sich Game-Items befinden. Und hier sollte sich eins befinden. Nee, oder? Früher gab es hier ein verstecktes Item, also es war genau hier. Also, falls ihr im Pokémon Kristall zu diesem Ort hier kommt, gibt es hier einen Hyper-Heiler zu finden. Genau, wo ich gerade stehe, also einfach ansprechen und dann werdet ihr den schon bekommen. Hier leider nicht. Wundert mich jetzt aber. Scheint ansonsten aber hier nichts zu geben auf dem Itemradar. Deshalb werden wir einfach hier, oder werden wir einfach hier weitermachen. Warum gibt es hier kein Haus? Ja, hier könnte doch glatt ein Haus stehen, ne? Wenn hier nichts stehen würde. Ja. Wenn du von dieser Stadt aus in Richtung Westen gehst, erreichst du eine hübsche Hafenstadt namens Oliviana City. Wenn du einem deiner Pokémon die Attacke Surfer beibringst, kannst du das Meer über den Wasserweg bei Route 40 auch dann überqueren, wenn gerade keine Schiffe fahren. Sehr schön, traumhaft. Werden wir bestimmt auch irgendwann mal machen müssen. Kontrollposten vor dem Glockenturm. Kein Zutritt für Unbefugte. Okay, dann eben nicht. So, was gibt's bei dir, Mäuschen? Bevor der Turm, der hier einstand, den Flammen zum Opfer fiel, soll er noch um einiges höher gewesen sein. That's what she said. So, kann ich hier... Okay, ich kann mich wirklich hier noch bewegen. Hier gibt es aber kein verstecktes Item. Ich kann hier Pokémon einfangen. Ey, das werde ich gleich mal ausnutzen. Oder warte, bekomme ich hier irgendwo ein Pokémon von einem geschenkt? Soweit ich weiß, nicht. Nee. Also daher können wir einfach mal auf den Baum hier kloppen. Scheint nichts gewesen zu sein. Nochmal. Also ich schrempel mit Absicht diesen roten Baum an, denn ich denke, der rote Baum hat irgendwie sehr Stil. Und ja, vielleicht verspricht der andere Pokémon als der grüne, ne? Der grüne Sack nämlich. Und hier kommt kein Pokémon, das ist cool. Alter, was soll denn der Mist? Da muss ich einen ganz banalen Baum nehmen. Okay, ist schon gut. Ich mache ja schon. So, kommt jetzt was? Nein. Warum muss das so viel Zeit in Anspruch nehmen? Ich weiß es auch nicht. Okay, hier scheinen es keine Pokémon zu geben, also... Keine Ahnung. Ich dachte, hier würden Pokémon auftauchen, aber anscheinend nicht. Okay, wozu sind dann diese Bäume hier? Das sagt irgendwie, ne? Whatever. So, was gibt's bei dir, fetter Mann? Ah, du hast also ein nettes Pokémon-Team. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, strahlt jeden Tag die Sonne. Was? Für mich sind die Pokémon ein wahres Leuchtfeuer der Hoffnung. Oh, apropos Leuchtfeuer. Das Pokémon, das im Leuchtturm von Oliviana City nachts das Meer erhält, soll krank sein. Das scheint dort für einen ziemlich schönen Aufruhr zu sorgen. Ja, werden wir uns auch später angucken. Jetzt aber zuerst mal den Arena-Orden bekommen und alles erforschen halt.
Als ich noch jung war, bemerkte ich eines Tages plötzlich, dass sich der Himmel pechschwarz gefärbt hatte und ein riesiges fliegendes Pokémon am Himmel erschien. Ich frage mich, was für ein Typ Pokémon das wohl war. Vogel oder Drache? Ich denke, das war definitiv Drache. Nee, es war eher Vogel. Also abhängig davon, welches Pokémon er gesehen hat, ne? Falls ihr das hier meint, dass man hier fangen kann, also ich möchte jetzt keinen Spoiler und ich denke, jeder sollte wissen, welches Pokémon ich meine, das man hier einfangen kann. Aber, naja, ich stell mich mal dumm, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir fast alles gesehen. Nur noch die Turmruine, das hier und die Pokémon-Arena und das Tanztheater. Ach so, fast alles. Naja, whatever. Das regenbogenfarbene Pokémon soll anmutig auf die Spitze des Turms herabsteigen, während das silbern strahlende Pokémon tief am Meeresboden unter den Strudelinseln schlummert. Schwer vorzustellen, was? Es geht. Nicht wirklich. Es gibt zwei Sagen, die sich um die Johto-Region ranken. Eine von ihnen befasst sich mit den Strudelinseln, während die andere vom Glockenturm erzählt. Wir Leute von Team Teak City sind sehr darum bemüht, die Sage vom Glockenturm für kommende Generationen am Leben zu erhalten. Dazu hatte ich jetzt eine Geschichte zu erzählen, aber das kann ich gerade nicht. Ich denke, das werden wir sowieso demnächst gesagt bekommen, deshalb werde ich es mal nicht sagen und gucken, wie sich das Ganze dann machen wird. Vielleicht wird es irgendjemand erwähnen, ich weiß es nicht. Naja, so gehen wir mal zum Tanztheater, denn hier bekommt man auch noch einiges, sogar etwas sehr Nützliches. Aber man muss zuerst die Trainer kloppen. Hey, hey! Okay. Lass endlich diese langweilige Gezappel und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Muhahaha. The fuck is he doing? Was? Ja, wenn ich nur nicht solches Bauchweh hätte, würde ich diesem Typen schon Manieren beibringen. Was bildet sich dieser Kerl von Team Rocket eigentlich ein? Meinem Kimono-Girl solchen Ärger zu bereiten? Du bist doch ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Warum sollte ich? Meine, komm. Ey, das ist doch... Okay, ich werde sie retten, Mann. Aber nur, weil du ein Anton neben dir hast. Aber auch nur wegen Anton. Nicht wegen dir. Mach dir keine Sorgen. So, Frau... Wie kann man das einem Kimono-Girl bloß einfach so antun? Die Jugend von heute ist einfach fürchterlich. Naja, es geht. Was gibt's, Mäuschen? Hast du gerade Probleme? Steckrecht. So, ich mach mal Evoli an der ersten Stelle und dann wechsle ich es wieder mal aus, um halt Erfahrungspunkte zu sammeln, ne? Hä, was soll das werden? Stellst du dich mir etwa in den Weg? Nee, sowas werde ich doch nie tun, ne? Nee, wirklich nie. Ach, das Spiel hat sich aufgehängt. Sehr traumhaft, cool. Ja, ne, sehr schön und so, ne. Wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Okay, hier sind wir wieder. Und ja. So, ich habe mein Evoli jetzt offscreen etwas trainiert. Ja, etwas, ne. Auf Level 15. Und ja, ne, ich habe mir mal die Zeit genommen, um es halt etwas zu trainieren. Wie schon gerade gesagt. Warum habe ich mich gerade wiederholt? Ich habe keine Ahnung. Und ja. Hab das natürlich jetzt mal ausgenutzt und hab mal im wilden Gras etwas trainiert, ne. Dabei sind fast zwei meiner Pokémon gestorben, also mein Evoli wäre beinahe draufgegangen. Dann ich hatte versucht, mit Evoli gegen ein Taubsi anzukommen und das war sehr blöd. Oh nein, ich hab ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen die mich glatt wieder ganz unten als Schulputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Was wollte der Typ und warum? Mäuschen? Ihr seid Bladius, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hatte. Ho ho ho. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten einfach nicht zu. Warum nicht? Das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Das liegt nur an deinem Anton, Mann. Glaub mir das mal. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nun mal als kleine, nun mal keine falsche Bescheidenheit. Nehm es ruhig an. Schlechtes Deutsch for the win. VM3. Die Attacke darin nennt sich Surfer. Damit bretterst du mit deinem Pokémon im Windeseile über die Wellen. Und nicht nur das. Ja, das ist zudem noch eine sehr krass übelst geile Attacke, die ich sofort meinem
Quapo, Quapo, Quapsi, Quapuzel, Quapuzel, das war sehr blöd. Ja, mein Seagear erlernen möchte, ja, das klingt eher gestickt. Was war das? Was? Ach ja, Kopfnuss, das stimmt. Ich dachte mir schon, was hat denn der Mann? Ne, warte, ich wollte seine Werte gucken, ob Surfer sich überhaupt lohnt. Surfer muss sich lohnen. Es ist leider speziell, aber das hier ist auch speziell, ne? Er ist eher auf den Angriff ausgerichtet, das heißt, bei ihm würden normale, normale Attacken würden mehr bringen, also physische Schaden, ne? Naja, dennoch möchte ich das, also möchte ich Blubstrahl durch Surfer ersetzen, dann, ja, warum nicht, ne? Dann, Surfer ist um einiges stärker und zudem können wir dann auch durch das Wasser surfen, also, ja, ist mal eine gute Sache. Kann nur Sigi erlernen, sehr schade. So, Blubstrahl weg. So, sehr gut. Jetzt haben wir eine sehr, sehr krass geile Attacke drauf, die die meisten Feuer-Pokémon töten könnte. Ist eine gute Sache. So, früher konnte man an sich hier alle Kimono-Girls beefen. Also, man musste sie kloppen. Hier in diesem Spiel leider nicht. Sehr schade. Denn früher konnte man dann noch sehr viele Erfahrungspunkte sammeln. Und ja, das war sehr cool. Hier irgendwie da nicht. So, mir ist vorhin aufgefallen, dass diese Häuser zu sind. Hier gibt es keinen Eingang. Wer baut Häuser ohne einen Eingang? Wozu ist das gut? Nur so Nebengedanke, ne? Was wollte man damit erreichen? Ich weiß es nicht. Diese Ruinen sind die Reste eines Turms, der einst einem Brand glückt, so bla bla. Ich denke, ich habe das vorhin schon gelesen, kann sein. So, dieser Turm hier ist der verbrannte Turm, der, ja, ne, der verbrannt wurde, irgendwie, ne? Durch einen Unfall. So. Oh yeah. Ja. Zuerst mal Schutz aktivieren, denn hier kommen Pokémon auf uns zu, ja, ob man das glaubt oder nicht. Und ich möchte, dass hier keine Pokémon auf uns zukommen, das hat natürlich seinen Grund. Was? Mein Name ist Yuzin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um einen Pokémon namens Suicune zu finden. Und du bist Bladeus. In Ordnung, angenehm. Ich bin hierher gekommen, weil man mir sagte, Suicune halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss. Durch das Loch im Boden dort drüben. Deine Augen trügen dich nicht. Das sind Suicune und die legendären Pokémon. Du kannst gerne versuchen, zu ihnen herunterzugehen. Aber sie werden auf der Stelle Reis ausnehmen. Okay. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Und warum stehen die da? Das... Was? Ich hab doch Schutz an! Was für ein Bullsch... Oh Mann, ich hätte Evil nicht an erster Stelle lassen sollen. Goddamn. Ey, ich dachte... Ich hasse Verfolgung. Ich hasse es mehr als die Pest, ey. Das kann's nicht geben. Boah, der Drecksack hätte mich beinahe getötet. Also... Hätte ich meinen Evoli jetzt nicht auf Level 15 trainiert, vorhin auf Screen, wären wir jetzt im Arsch. Also ich wäre im Arsch und ich hätte jetzt gebrüllt, denn ich hatte jetzt schon mit der Angst gekämpft. Ganz ehrlich, ich dachte schon, oh fuck. So, ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber ich werde ihn mal töten oder ihn verletzen, keine Ahnung. Okay, töten ist sehr gut. Ich dachte mir schon, ich sollte Evoli nicht an erster Stelle lassen, denn hier ist es viel zu gefährlich, Mann. Ach, goddamn. Ja, ich wollte ein spezifisches Pokémon hier begegnen, das man da unten begegnen konnte, auf den anderen Stock halt. Ach, verdammt. Ich bin Jens, meine Zeichen ist Leiter der Arena von Teak City. Mein alter Kumpel Yuzin ist gerade hier, weil er auf der Suche nach Suicune ist. Und da es sich eben so anbietet, durchkäme ich nun mit ihm diesen Turm. Teak City geht es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich um die legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou rankt. Als Arena-Leiter von Teak City muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Seems fucking legit. Und hier ist mein BF Forever. Was denn, du schon wieder? Du planst sicher, dir das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um dich damit ins Rampenlicht zu rücken. Aber das kannst du dir abschminken. Hör mir gut zu, die legendären Pokémon gehören ganz alleine mir, denn ich habe mir geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Schlag du dich nur nach Herzenslust mit den Schergen von Team Rocket herum. Das passt viel besser zu dir. Naja.
Sowieso darf ich mir keine legendären Pokémon einfangen und die benutzen noch viel weniger. Und mein Spiel hat sich wieder aufgehängt. Das ist geil. Also es könnte geil sein, wenn es nicht so schwul wäre. Bis gleich. So. Okay, sein erstes Pokémon ist ein Nebulak und ja, ist schon ein guter Anfang von ihm. Ich werde mal hier zu Regentanz gehen, um meine Attacken zu verstärken. Und ja, ist mal eine gute Sache für den Anfang, denke ich, ne? So, Blubstrahl for the win. Verdammt, ich bin so blöd. Ja, ich habe ihn vorhin Surfer erlernt, aber ich muss das Spiel gerade ja nochmal machen. Und ich habe jetzt vergessen, ihm Surfer beizubringen. Was gerade sehr dumm ist, denn das wäre jetzt sehr, sehr vorteilhaft, ganz ehrlich. Es ist Magnet. Ich riskiere es trotzdem. Seht ihr, man muss wirklich auf Risiko spielen, ne? Wenn er mich jetzt kriegt, ey, ich bin sowas von tot. Sehr gut, sehr gut. Also, ne? Hätte jetzt Donnerschock angesetzt, hätte ich das Ganze vielleicht überlebt. Aber bei Donnerblitz bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Naja. So, Tirakrog wird jetzt etwas, ja, etwas härter, glaube ich. Aber mit Kopfnuss sollte das auch gehen. Biss. Okay, er zieht mir nicht so übelst viel ab, was sehr cool ist. So, nochmal Kopfnuss. Und wir bekommen noch KP zurück, sehr cool, sehr cool. Ah, er bekommt die Volltreffer, ist schön, schön. Wird er jetzt auf die geniale Idee kommen, ein Item zu benutzen? Gott sei Dank nicht, sehr gut. So, und was hat er jetzt noch? Also seine stärksten Pokémon hatten wir schon mal down. Zubat, okay, mit Zubat kann ich leben. Ich werde dazu Evoli wechseln. Und dann wieder zu Seagear, um ja, alle beide zu leveln. Ich denke, der andere bekommt sogar ein Level Up. Also nach dem Kampf, ne? Superschall. Mhm. Fress Blubstrahl. Und das reicht fast aus. Ach, dang it. Naja, ist nicht schlimm. Okay, das ist schlimm. Das kann ab und zu sehr schief ausgehen. Aber dennoch habe ich ein gutes Gefühl. Mach Kopfnuss, Mann! Seht ihr? Seagear weiß. Er versteht mich, ne? Ist sehr gut. Ist sehr gut. Also, ah, verdammt, wir bekommen kein Level Up. God damn. Ach, egal. Du schaffst es sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Ich darf mir keins fangen, auch wenn ich es gerne möchte, ne? Also ich kann es fangen, aber ich darf es nicht benutzen, ne? Also deshalb werde ich es sowieso nicht fangen. Warum soll ich die Zeit damit vergeuden, mir ein legendäres Pokémon einzufangen? Das macht... Ja, wenn ich es nicht benutzen kann, macht es nicht allzu viel Sinn, ne? So, wie soll ich jetzt vorangehen? Ja, ich mache mal so und dann gehe ich in diesen Kampf hier hinein. Oder vielleicht auch nicht. Warum... Ach, Mann... Evoli darf einfach nicht an der ersten Stelle bleiben. Das ist... Ich denke, das wird mittlerweile ein Gesetz, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, ist gut. Stirb an AIDS, Mann. Das finde ich doof, das mit dem Schutz, ne? Also, das hängt ja... Schulz, mit dem ersten Pokémon zusammen, so... Desto stärker das erste Pokémon ist, desto... ja, wahrscheinlicher wird es, dass die Pokémon davon abgehalten werden, einen anzugreifen, ne? Das finde ich doof. Ich finde, man hat das einfach so machen müssen, dass, wenn man das einsetzt, dass die Pokémon einfach viel weniger kommen, zu einer gewissen Prozentanzahl. Und ich finde, das hätte viel, viel mehr Sinn gemacht als so. Ich weiß nicht, irgendwie sehr, ja, blöd. Naja, was will man da machen? So, Smogon, you suck. Und ich werde zu Manfred wechseln, weil Baum halt. Ne, ich denke, mit Feuer-Pokémon sind wir sehr gut beraten. Und Flammenrad sollte ausreichen, um Smogon zu töten. Und das reicht nicht aus. Sehr, sehr cool. Frist, ruckzuck, gib. Und ja, yeah, sehr gut. Level up für Evoli. Und er hat immer noch keine Attacke gelernt. Also er hatte vorhin auf Level 15 Heule erlernt, aber Heule ist jetzt nicht wirklich eine Attacke, wo ich sagen kann, geil, Mann. Ne, ich erwarte mir schon etwas sehr Großes, so etwas sehr Cooles, Mann. So etwas wie Spuckball würde mir schon viel mehr zusagen. Oder
keine Ahnung, vielleicht sogar kopflos wäre auch cool, aber ich denke nicht, dass die, also ich denke, die wenigsten Pokémon erlernen kopflos durch normales Erlernen halt. Ist aber eine sehr gute Attacke, also ich denke, Stärke 80 ist sehr gut, ne? Kann man nichts sagen. So, noch ein Fukano. Ach, er hat ein Fukano. Ich wollte es auch, aber ich habe es nicht. Sehr schwul. Ja. Auf Level 17. Sehr schwach. Also seht ihr, so vom Level her sind die gegnerischen Pokémon aber sehr, sehr im Eimer. Und würde ich jetzt nicht meine Pokémon die ganze Zeit auswechseln, würde ich hier bestimmt nicht einen einzigen Schaden nehmen, ey. Und ja. So viel mal dazu. Tot. Du. So, ich wechsle hier mal wieder, damit hier keine wilden Kämpfe auf mich zukommen, denn das stört mich einfach nur übelst. Und ich werde mir die Items hier mal nehmen. Gegengift. Ja, kann man schon damit leben. Und hier gibt es einen weiteren Trainer. Dich wollte ich jetzt nicht kloppen, aber wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Warum nicht? Erfahrungspunkte sammeln ist immer gut. Er hat ein einziges Pokémon. Ein Glutaxo. Geile Kacke, Mann. Cool, dass man den noch wieder sieht, ne? Sehr cool, der Sprite, also die Sprite-Animation sieht so sehr cool aus, ne? So. Dudu. Ey, ich frage mich gerade, ob sie, also ob die Pokémon-Macher irgendwann mal vorhaben, die erste Generation nochmal zu remaken, ne? Denkt ihr, das wäre möglich? Also ich denke, dass es schon durchaus potenziell wäre, das so, ja, in Betracht zu ziehen, sagen wir es mal so, ne? Denn warum nicht? Ich meine, die erste Generation ist sowieso die geilste, irgendwie, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, aber es ist einfach die geilste Generation. Und ich denke, die meisten würden sich freuen, wenn daraus ein Remake gemacht werden würde. Wieder mal, aber halt nur noch viel besser mit der aktuellsten Grafik, also sogar vom 3DS würde ich mal sogar schätzen. Und das wäre bestimmt bombenhaft, ey. Also, das wäre cool. Aber zuerst möchte ich aber ein Remake von Pokémon Smaragd und Pokémon Rubin. Also, eher gesagt, Pokémon... Ja, einfach Smaragd, ne? Also, nicht Rubin, Saphir, sondern halt Smaragd halt. So, kann ich den rüberschieben? Ich hab das noch nicht. Okay, daher kann ich das auch nicht schieben. Ich schiebe aber gerne, Mann. Was los? Hier sollte es irgendwo ein Item geben. Habe ich so ein Gefühl. Okay, eben nicht. Dann täuscht mich halt mein Gefühl, was kann ich dafür, Mann? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Okay. Alle drei flüchten, nur Suicune kommt noch und sagt Hallo und dann ist er schon hinweg. Hast du das gesehen? Suicune ist wie ein geölter Blitz direkt an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolge ich Suicune schon, aber aus solcher Nähe habe ich dieses Pokémon noch nie gesehen. Ich bin überwältigt. Aber Suicune war sich eindeutig darüber im Klaren, wer du bist. Das Pokémon aus der Legende von Teak City nähert sich angeblich nur demjenigen, dessen Stärke es auch anerkennt. Es sollte in Zukunft wohl auch versuchen, etwas energetischer auf Suicune zuzugehen. Genau wie du. Also gut, Latios, man sieht sich. Was ich bei dieser Szene sehr schwul fand, ist, oh mein Gott, warum geht mein Schutz nach jedem Schritt aus? Es sind 100 Schritte und es kommt mir so vor, als wären es nur 20, Mann. Was läuft? Auf jeden Fall, was ich sehr schwul finde, ist, früher war es so, dass Suicune und Raikou Entei, also die drei, in einem tiefen Schlaf versunken waren. Und hier in diesem Spiel sind sie das nicht. Sie sind sehr hellwach und blocken hier einfach, also starren hier einfach rum. Und das verstehe ich nicht. Also das fand ich früher besser, ne? Also sie waren erstarrt. Und als ich mich dann, ihnen näherte, also ihnen näher gekommen bin, sind sie aufgewacht, aus einem sehr skurrilen Grund. Und danach sind sie hinfortgerannt. Klingt das richtig? Kann man das sagen? Hinfortgerannt? Ihr wisst schon. Auf jeden Fall sind sie geflüchtet und ich finde, hier macht es weniger Sinn als früher halt. Und dieser Mann ist neu. Was gibt's bei dir? Vor langer, langer Zeit, am Tag, als dieser Turm niedergebrannt ist, sind hier drei namenlose Pokémon in den Flammen umgekommen. Doch dann stieg ein regenbogenfarbenes Pokémon vom Himmel herab und schenkte ihnen neues Leben. Doch die Leute dieser Stadt fürchteten sich vor der Macht dieses Pokémon und versuchten es in ihre Gewalt zu bringen.
Das Pokémon versuchte gar nicht erst, sich gegen die Feindseligkeiten der Menschen zu wehren. Nein, es schien vielmehr so, als sei es von ihrem Verhalten zutiefst enttäuscht. Schließlich kehrte es ihnen aus freien Stücken den Rücken und zu und verschwand. Diese Geschichte wird schon seit langer Zeit von Teak Citys Arenaleitern weitererzählt. Jetzt willst du wissen, wer ich bin, was? Ich war jene vor langer Zeit einmal selbst Arenaleiter. Ja, früher hatte er das nicht gesagt. Er hatte gesagt, ja, ich weiß es, weil ich es weiß, ne? Und ich glaube, ich habe das in meinem Kristall-Let's Play sogar erwähnt, dass ich gedacht habe, dass er, also meine Vermutung war, dass er auch ein Arenaleiter war. Und hier wird das Ganze bestätigt, was ich sehr cool finde. Zu den zwei Türmen, die gerade erwähnt wurden. Also der eine, der steht noch und da erwartet man noch die Ankunft von dem legendären Vogel-Pokémon Ho-Oh. Und der niedergebrannt ist, da lebte früher, also an sich wird auf jeden Fall gesagt, dass Lugia dort lebte. Und als der Turm halt niedergebrannt ist, hat Lugia sich dann zu einem anderen Ort begeben, nämlich zu den, wie heißen die Inseln jetzt? Strudelinseln. Und ja, ist seitdem auch nicht mehr zurückgekehrt und ja, so viel mal dazu. Also ja, ne? Diese Pokémon sind auch gestorben und Ho-Oh, also drei namenlose Pokémon sind darin gestorben. Und hier gibt es ein verstärktes System, ich bin so ein Boss, ey. Und Ho-Oh hat er diese drei wiederbelebt und ja, ne? Jetzt sind sie auf einmal legendär. Aber ich frage mich, ob sie vorhin, also welche drei Pokémon das waren, die gestorben sind. Ist jetzt eine gute Frage. Also man könnte jetzt sehr viel rumspacken und Theorien aufstellen, aber ist nur ein Spiel, also abchillen und spielen. So Leute, ich denke, das reicht aber schon für diesen Part hier. Wir haben jetzt einiges erreicht, die Stadt erforscht und ja, den also die Turmruine, die Turmruine sogar erforscht und die drei Pokémon halt befreit, sagen wir es mal so. Und im nächsten Part werden wir uns der Arena widmen und gucken, was uns hier so erwartet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Ich sage Tschüss, euer Bladius.